wie du in Steam dein Inventar auf öffentlich einstellen kannst, damit du besser handeln kannst und was man beachten muss, das erfährst du nach dem Intro. Bleib dran! Hi, ich bin Tobias. Das alles einzustellen benötigen wir nicht viel. In Steam begeben wir uns ins mittlere obere Menüfeld und gehen hier auf deinen Accountname. Darunter öffnet sich es ein neues Menü und hier klicken wir auf Profil. Guck dir dieses wunderschöne Bild an, dieser verzweifelte Blick, aber Spaß beiseite. Da wir jetzt im Profil sind, scrollen wir etwas runter, bis wir Inventar sehen. Hier klicken wir einmal drauf. Beachte gar nicht meine ganzen Items und Gegenstände. Wir konzentrieren uns rechts auf die drei Punkte und einmal draufklicken. Danach auf Inventar und Datenschutzeinstellungen klicken. In den Datenschutzeinstellungen müssen wir etwas runterscrollen, bis wir Inventar sehen. Hier klicken wir jetzt einmal auf das Auswahlfenster. Wie du sehen kannst, gibt es nur zwei Sachen zur Auswahl, weil wir noch was einstellen müssen. Hierfür scrollen wir etwas hoch bis mein Profil und stellen das auf öffentlich. Jetzt werden alle Einstellungen auf öffentlich gestellt. Deswegen scroll etwas runter bis Inventar und wir stellen den Rest auf Freunde. Die Information braucht die Öffentlichkeit ja nicht zu wissen, oder nicht? Nur bei Inventar lassen wir das auf öffentlich, das ist ja der Sinn dahinter. Im Normalfall sollte Steam das jetzt übernommen haben, um das zu kontrollieren, machen wir einen Rechtsklick irgendwo auf Feld und klicken auf Neuladen. Wunderbar, wie du sehen kannst, hat alles geklappt. Ich will jetzt noch zeigen, wie man das Ganze wieder auf Privat stellt, dafür einfach auf Inventar öffentlich klicken und auf Privat stellen. Du willst noch mehr von solchen geilen und interessanten Videos sehen, dann guck dir das hier an. Guck dir dieses interessante Video an über Steam-ID ausleihen. Hast du aber noch mehr von solchen Problemen mit Steam? Guck oben rechts auf der Infocard, da kannst du dich informieren und unten bei Involved. Vielen Dank fürs Zuschauen, ein fettes Dankeschön dafür.